Stellt euch mal vor, ihr würdet eine Blüte im Profil durchschneiden und draufschauen, dann würde das ungefähr so aussehen wie auf diesem Bild. Wir wollen jetzt mal die einzelnen Teile einer Blüte besser kennenlernen. Hier in grün, das sind die Kelchblätter. Es gibt mehrere davon. Ist eine Blüte geschlossen, dann ist alles hinter diesen Kelchblättern geschützt, verschwunden. Öffnet sich die Blüte, dann plötzlich sieht man auch andere Teile, zum Beispiel diese schönen großen Kronblätter. Die sind dann meistens bunt. Bei einer weißen Blüte sind sie halt weiß, bei einer blauen Blüte sind sie halt blau. So, und dann gibt es das hier, das sieht eigentlich gar nicht aus wie ein Blatt, eher so wie kleine Stiele mit so gelben Knubbeln drauf. Das ist ein Staubblatt. In einer Blüte findet man viele dieser Staubblätter. Das ist eigentlich der männliche Teil einer Blüte. Oben in diesem Staubblattknubbel da, da sind die Pollen, das ist dieser gelbe Staub. Der ist sehr wichtig, den werden wir nachher noch kennenlernen. Dann in der Mitte der Stempel. Der besteht eigentlich aus drei einzelnen Teilen. Das schauen wir uns mal genauer an. Das ist eigentlich der weibliche Teil einer Blüte. Ganz oben auf dem Stempel, da ist die sogenannte Narbe. Die ist flach, die sieht ein bisschen aus wie eine kleine Landebahn, wo was drauf landen könnte. Allerdings was ganz Kleines. Das sehen wir nachher noch. Und dann gibt es den langen Griffel, ja auch eine Art Stiel. Und wenn ihr den mal bis nach unten verfolgt, diesen Griffel, dann wird der plötzlich etwas dicker. Dann haben wir so einen dickeren grünen Knubbel ganz unten. Und auch dieser Knubbel hat jetzt einen extra Namen, den nennen wir nämlich Fruchtknoten. So, und das sind die typischen Teile einer Blüte, die ihr euch merken solltet. So, was ist jetzt eigentlich der Zweck einer Blüte? Nun ganz einfach, eine Blüte möchte jemanden anlocken. Entweder durch ihre Schönheit, ihre schöne Farbe, die man schon von weitem sieht, oder aber durch ihren Geruch. Denn es gibt ja auch viele Blüten, die duften ganz stark und das lockt dann auch. Aber wen möchten Blüten denn anlocken? Wisst ihr es? Ja, diverse Insekten. Blüten möchten eigentlich, dass Insekten auf ihnen landen. Wieso das denn? Das wollen wir jetzt herausfinden. Jede Pflanze hat so ihren Trick, um Insekten anzulocken, eben mit schönen Blüten, entweder mit deutlichen, auffälligen Farben oder mit einem ganz besonderen Geruch. Und Ziel ist immer die Vermehrung. Eine Pflanze möchte sich ja vermehren. Wir gucken uns jetzt mal an, was diese Biene jetzt erleben wird. Eigentlich möchte die Biene nur eins, nämlich Nahrung sammeln, zum Beispiel den flüssigen Nektar tief in der Blüte einsaugen oder den Pollen, diesen gelben Staub, einsammeln als Nahrung. Und jetzt kommt das Verrückte, die Biene kriegt das nicht mal mit, während sie auf der Blüte herumkrabbelt und ihre Nahrung einsammelt, wird sie sich voll bekleckern, dieser gelbe Staub, der Pollen wird an ihr hängen bleiben. Und wenn die Biene jetzt auf der nächsten Blüte landet, dann wird Folgendes durch Zufall passieren. Der Pollen, der an der Biene klebt, der wird durch Zufall auch höchstwahrscheinlich ein bisschen oben an der Narbe kleben bleiben. Und jetzt kann das, was im Pollen ist, runterwandern durch den Griffel bis unten in den Fruchtknoten. Und jetzt ist die Blüte bestäubt. Jetzt kann Leben entstehen, und zwar in Form einer Frucht. Bei einer Kirschblüte wird jetzt aus diesem Fruchtknoten eine Kirsche entstehen. Bei einer Apfelblüte wird es natürlich ein Apfel sein. Samen oder Früchte entstehen also nur, wenn die Blüten bestäubt werden. Das kann durch den Wind passieren oder durch den Menschen, der den Pollen mühsam mit dem Pinsel auf die nächste Blüte drauf streicht. Aber am besten können es die Bienen.